Dieses Video widme ich ganz dir. Viel Spaß damit. Als ich 2013 mein erstes Video auf diesem Kanal veröffentlicht habe, hatte ich tatsächlich nach der ersten Stunde 10 Aufrufe. Ja, und alle waren von mir. Juhu, ich hab ein Like! Also wie bei jedem fing alles am Anfang sehr, sehr klein und unbedeutend an. Was geht ab, Elite? Zeus hier! Das war's. Das erste Mal, dass ich diese Begrüßung gesagt habe. Doch wen genau begrüße ich denn da? Was macht unsere Community zu dem, was sie ist? Das erkläre ich jetzt in 5 Schritten und das Ganze sogar auf eine sehr, sehr komödiantische und humorvolle Art. Also... und los geht's. Was geht ab, Elite? Zeus hier. Du willst also Teil der Zeolite werden? Dann stell dich doch mal vor. Ja, hallo, ich bin Peter, ich bin 17 Jahre alt. Junge, setz diese blöde Brille ab. Ja, okay. Hallo, ich bin Peter, ich bin 17 Jahre alt. Oh Mann. Okay, ich sag's jetzt schon mal, das wird nicht leicht. Um zur Elite zu gehören, ist einiges notwendig. Also setz dich schon mal aufrecht hin und pass gut auf. So? Noch ein bisschen aufrechter. Noch ein bisschen. Ja, so ist gut. Also, der erste Schritt ist, lass dein Gehirn von meinen Videos weich kochen. Am Anfang wird sich dein Verstand dagegen wehren. So eine Scheiße. Kopfschmerzen sowie Übelkeit sind die Folge. Aber das Schlimmste kommt ja noch, du darfst keinen Adblocker hernehmen. Somit wirst du mit nicht überspringbaren Werbungen zugeballert. Ui, das ist hart. Aber nach den ersten Tagen wirst du merken, dass dein Gehirn langsam mit Schrumpfen anfängt. Und das bestätigen auch Experten, nicht wahr? In der Tat. Oh, sehr schön. Am Ende wirst du aber feststellen, so beschissen sind meine Videos gar nicht. Ja, langsam geht's. Gut, dann machen wir weiter. Schritt 2 ist die Imitation. Nun wirst du dir gewisse Verhaltensmuster antrainieren müssen. Zum Beispiel musst du stets gut gelaunt sein, egal in welcher Situation. So, ich schlag dir jetzt die Fresse ein. Oh ja, bitte. Das habe ich mir immer gewünscht. Danke, vielen, vielen Dank. Okay, aber allein auch die Bewegungen müssen deinem Idol ähnlich sein. Also hier eine kleine Zusammenfassung. Der Zio-Walk, den Bodenkern, das Gestikulieren, der Siegeschrei. Ja. Hast du alles übernommen? Sehr gut, dann kommen wir jetzt zu Schritt 3, die Kreativität. In den Kommentaren kannst du dich dann mitteilen und hier musst du beweisen, wie kreativ du bist, wie zum Beispiel... Was ist der Unterschied zwischen Zio und einem Stuhl? Zio ist kein Stuhl. Super kreativ. Also Peter, zeig mal, was du kannst. Okay. Kommt da noch was? Abo gegen Abo. Oh Mann! Schritt 4 ist die Blutsbruderschaft. Nun wird's Zeit, in den heiligen Bund der Elite einzutreten. Willst du das? Kannst du hier oben abstimmen? Ja, da oben. Mach schon. Dann schließe deine Blutsbruderschaft mit einem Abo ab. Ist der Daumen oben, wenn wir dich loben. Schreib einen Kommentar, wie zum Beispiel Glöckchen klingt, Zeo stinkt. Hast du alles gemacht, Peter? Peter? Sorry, ich hab mir kurz was zu trinken geholt. Oh Mann! Doch kommen wir nun zur Erkenntnis! Vor 10 Jahren hat Cult Mirror die erste deutsche Community geformt. Und das ohne ihre Absicht, denn eine Community ergibt sich ganz von alleine. Ich zum Beispiel gehöre auch zu etlichen Communities, weil ich sehr, sehr viele YouTuber verfolge. Ziel ist es also zu verbinden und nicht auszugrenzen. Aber gerade wenn ich meine ersten Videos anschaue, bin ich total baff, was aus diesem kleinen Kanal geworden ist. Eigentlich habe ich ja nur 5 Jahre rumgeblödelt. Deswegen hier mal ein Dankeschön an die ganze Unterstützung. Klar, man kann liken, teilen, Patron werden, Trinkgeld geben, Merch kaufen. Aber eigentlich reicht es vollkommen aus, wenn du einfach ab und zu mal reinschaust und ich dich dann so für ein paar Minuten unterhalten kann. Stattdessen geben sich halt wirklich manche super viel Mühe, machen Fanpages oder sonst irgendwas. Das ist echt nicht selbstverständlich, deswegen hier mal wirklich Dankeschön. Dankeschön, Peter. Peter! Was? Genau. Apropos Merch, es gibt ja neuen Merch mittlerweile. Also falls einer von euch was für den Winter braucht oder noch ein Weihnachtsgeschenk, keine Ahnung, wäre das ja was. Beim Kauf unterstützt man mich natürlich auch damit. Okidoki. Aber jetzt habe ich sogar noch eine kleine Aufgabe an euch. Wie es einigen von euch aufgefallen ist, habe ich das letzte Video am Mittwoch gelöscht und am Donnerstag wieder neu hochgeladen. Das habe ich gemacht, weil ich beim ersten Upload die erste Minute nicht mitgerendert habe und auch nicht hochgeladen habe. Das heißt, das Video ging einfach mittendrin los und mir ist der Fehler auch erst viele Stunden später aufgefallen. Ich voll Idiot. Könnt ihr euch bitte dieses Video nochmal anschauen, weil die erste Minute war eigentlich recht aufwendig. Es ist echt schade, wenn ihr die nicht gesehen habt. Generell war das Ganze so ein größeres Projekt. Ich mache ja selten 6-Minuten-Videos und das Ganze sollte eigentlich so komödiantisches Leben zusammenfassen und es ist einfach schade, wenn das dann wegen so einem blöden Fehler jetzt einfach, ja, links liegen bleibt. Ich habe mir damit etwas selbst ins Bein geschossen, das ist einfach schade. Ach, und man muss meinen Kanal abonnieren. Also davon wusste ich gar nichts, aber wenn du das sagst. Ich hab's da drüben also verlinkt, klickt also bitte drauf. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf der anderen Seite da drüben, oder? Draufklicken, sofort. Bitte draufklicken, ja. Draufklicken, sofort, bitte. Bitte. Draufklicken, bitte, bitte. Sofort. Bitte draufklicken, sofort. Bitte. Bitte draufklicken, sofort.